Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu DayZ. Immer noch mit Riesentruppe 10 Mann unterwegs. Mega Flashmob hier. Sozusagen mit dem Jungs von Moon, einem Mafuyo und noch viel, vielen weiteren YouTubern. Geile Aktion und wir sind hier in mega brisanten Gefechten schon gelandet. Ja, in der letzten Episode und wir haben uns gedacht, diese 10-Mann-Aktion muss auf die nächste Episode weiter übertragen werden. Und so sieht es jetzt aus. Und wir zocken wieder eine Runde. Ja, gemeinsam mit den Jungs. Ich freue mich. Ey, es ist hier Standalone. Eine brisante Action. Daniel immer noch der Anführer. Ich renne hier gerade mit dem guten Knüppel rum. Ihr seid in diesem kleinen Gebäude drin? Ja, ja, genau, ganz ja, Gebäude. Mal eine kurze Frage, hat noch jemand einen Salimbeck? Okay. Ich hab noch einen Meter. Also, ja, wer die letzte Folge nicht gesehen hat... Boah, warte, ja? Vorne rechts, Wester, Wester. Das sind unsere. Die haben noch keine Hosen an. Das war noch nicht. Beschreib mal kurz deine Position. Wir sind am Eingang vorne. Okay, von uns hier Renno und Jizzes, wir gehen zum Ich hab irgendwie einen scharfen Sniper gehört gerade, ja. Ja, ja, das ist immer noch der gleiche. Übrigens, 1 auf 7, nur ganz nebenbei. Dann sind Jizzes. Ja, kein Ding. Okay, okay, Mate, ich hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Ist das einer von uns? Naja, Hosen. Ich komm auch in den Kabuff rein. Nee, lieber nicht. Nee. Alter! Danke, die schießen hinter uns, ne, Daniel? Ja, ich hab nicht gehört, übrigens. Kabuff. Hinter uns, den Berg hoch, wo wir runtergekommen sind. Da kommen die Schüsse gerade her. Boah, ja, da können wir jetzt zupushen. Schießen hier hin. So einer Gib mal in Deckung. Blau, oder willst du noch zupushen? Also nochmal kurz zur Erklärung. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, ganz kurze Erklärung, wir sind hier am Airfield und es mit einer Riesentruppe 10 Mann halt, wie gesagt, und es gab richtig viel Feindkontakt. Auf dem vollen Server, 60 Mann sind hier drauf. Und wir werden mit Sicherheit drauf gehen. Es ist alles voll, es ist die mega Jungs, Action hier. Rückzug, Rückzug. Folgt dem Typen hier ohne Hose, der total zerschossen ist, der Daniel heißt, der so aussieht wie ich. Auf geht's! Jo! Okay. Das ist der richtige Typ übrigens, sehr gut. Raus hier, komm, zack. Ja. Das aus dem Haus auch mit, komm. Ja, sehr cool, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Hier bei dieser Special-Episode gibt's auch nicht jeden Tag hier bei DayZ. Ja, nee, das doch, ist jeden Tag mega geil. Macht voll Spaß. Den taktischen Rückzug. Und es ist noch keiner draufgegangen, ne? Nee, wir waren nur bewusstlos. Oh, einer ist Wer? Tot. Oh, oh, einer ist tot. Wir haben einen Mann verloren in den letzten Was mit Tommy eigentlich? Wo ist der? Ich bin hinter euch. Ah, Tommy ist noch da. Wer ist gestorben? Kevin ist gestorben. Boah, Alter, wie die reinschießen. Ich sag's euch, der nächste erwischt uns gleich. Optimistische Kugeln auf jeden Fall. Ey, das muss und wir scheißen einfach drauf. Damit so. Also die müssen viel Glück haben, wenn die schon treffen. Also nicht wundern, das sind jetzt so Spezialfolgen hier mit den Jungs von Moonlight. Wird vielleicht auch noch eine geben, mal sehen, wie lange wir das jetzt durchstehen. Und es macht einfach mega Laune und es wird natürlich auch wieder ruhigere Folgen geben, ganz klar. Aber ich glaube, gegen ein bisschen Action haben wir alle nichts. Es war jetzt mal wieder Zeit, mal wieder eine coole Aktion zu starten. Wir haben auch noch viele weitere Ideen. Und ich denke, da wird noch ein paar so lustige Sachen kommen. Also lasst euch mal überraschen. Aber jetzt hier erstmal ein bisschen eine kurze Verschnaufpause, bevor es jetzt gleich weitergeht. Puh. Ja, okay, und das ist ja. Damit ihr versteht, ganz kurz, damit ihr nur versteht, was wir gerade machen. Wir laufen gerade den großen, großen Weg außen rum und versuchen einfach in das Waldstück von den Leuten reinzupushen. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass sie da weiter sitzen bleiben oder dass die weiter ins Airfield reinpushen. Das Problem ist, die haben uns jetzt gesehen, wie wir rausgelaufen sind. Es könnte sein, dass sie uns abfangen wollen. Bedeutet, wir zählen einfach noch ein bisschen größer und wir gucken mal, wo wir uns treffen. Das ist ganz gut eigentlich, weil das könnte bedeuten, dass wir nicht irgendwie zwischen Zelten und komischen Häusern und so weiter kämpfen, sondern tatsächlich mal auf dem Feld. Gut, auf jeden Fall, dass ihr was Ruiniertes habt, aber noch irgendwas habt, was pristine ist, zieht auf jeden Fall das, was pristine ist, an. Egal wie unglaublich hell oder wie unglaublich auffällig das ist. Wichtig ist, dass wir mit keinen Ruin-Sachen rumlaufen. In dem Hat Fall jemand was pristines? Null Ruin-Sachen, null Heide-Sachen. Also ich habe noch eine Klamotten dabei, ein Damage, die kann ich auch noch weitergeben. Das machen wir aber auf jeden Fall erst später. Vielleicht sogar müssen wir mal was später. Essen, vielleicht, wenn ich. Falle, du musst leider hungern, tut mir leid. Ich bin gerade kurz vom Server. Halt durch. Beiß dich durch. Warte, dann lass uns vielleicht warten kurz. Hier können wir, sind wir halbwegs safe. Wenn der Tommy gerade ist. Vom Server bist du geflogen. Also geflogen. Lass uns hier die Steine irgendwie als Deckung nehmen. Okay, aufpassen, Leute. Lauf mal ein bisschen weiter bergauf, Jungs. Ja, genau. Damit wir nicht gesehen werden. Dann kann der Klamottentyp ja mir. Ich bin direkt neben Daniel. Mit der blauen Kopfbedeckung. Neue Klamotten geben, wenn es okay wäre. Boah, das war übrigens eine echt gute Idee. Ach ja, falls ihr euch wundert, wir haben keine Hosen an zur Identifizierung. Ist manchmal auf die Entfernung auch nicht so leicht, aber trotzdem immer in einer Identifizierung. Aber natürlich auch, weil es einfach geil ist. Hier oben könnt ihr auf jeden Fall euch hinlegen oder sowas, wenn ihr euch Wer braucht die Klamotten? Fühlt. Hier, blaue Kopfbedeckung, normale, so eine. Das Soulrest ist kaputt, Alter. Ach so, ja. Habt ihr ja vorhin die Mütze gegeben. Hat er dich getroffen oder was, Curry? Also, Klamotten sind echt so wichtig, dass sie immer ganz sind. Badly damaged. Ja. Oh, weil der Stoff so beschützt, unglaublich. Ja, das ist richtig. Ja, vor allem, wenn du eine Weste und so noch hast, ist es noch besser sogar. Ja, gut, meine Weste ist halt ruined jetzt, ne? Ja. Das ist meine auch leider, aber es bringt ja nichts. Soll ich die trotzdem anlassen oder lieber ausziehen? Gib mir mal so einen. Aber dafür ist mein Dings getragen, also Warren. Warren ist ja auch noch okay, ich oder? Daran. Ja, klar. Ah. Was macht er denn, Alter? Ich habe auch einen Sewing Kit. Denn du driftet da runter. Das weiß man ja genau, wie viele das noch jetzt waren. Drei Ich glaube, drei waren es, ja. Also sicher bin ich mir jetzt aber nicht.
Hauptproblem von den Servern ist übrigens auch, dass hier halt immer und immer wieder neue Leute einloggen mit Antworten. Es könnte auch vom Prinzip her gleich jemand inmitten von uns allen stehen. Ja. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Man muss ja sagen, bei dem Server hier ist es so, dass hier genau dieses PvP-Gebiet ist und es steht auch in der Beschreibung bzw. im Namen des Servers, dass hier die Action abgeht. Also hier sollte man hinkommen. Und, ja, hier wird überhaupt nicht gefragt, es wird direkt hier wird nicht gequatscht, hier wird nichts gefragt, hier wird direkt rumgeschossen. Ja. Man hat es ja gesehen in der letzten Folge, wir sind hier langgelaufen und es gab direkt eine Truppe, die, also es ist die gleiche, die wir auch gerade bekämpfen, die einfach in uns reingesprayt hat. Die hat mich und Lenno auf jeden Fall auch rumgenockt. Aber die Jungs hier haben uns Gott sei Dank wieder aufgepflegt. Gott sei Dank, vielen Dank nochmal dafür. Und da sind wir vielleicht jetzt alle. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, jetzt mal Splints vorzubereiten, weil gerade hatten drei Leute die Beine gebrochen oder so. Ja, ja, dann mach ich mal. Obwohl, ich habe kein Messer dabei. Ja, und ich werde jetzt auch ein bisschen vorsichtiger spielen, damit ich nicht wieder als Erster getötet werde, damit ich das Kriegsgeschehen hier dokumentieren kann. Aber der Kamera, ich mache, ich habe noch einen Stein. Mit der Kamera. Und für die Leute bei Moonlight, die uns wahrscheinlich hassen werden, viele, weil wir ja echt Kacknoob sind, ich muss jetzt. Schöne Grüße, ey. Ja, es tut uns leid, bitte sei ein bisschen toleranter. Wir werden bestimmt auch irgendwann nochmal verschwinden und nicht mit Moonlight aufnehmen. Aber ey, wir sind einfach. Ach, haben voll die spaßige Aktion hier, haben einfach Spaß schlecht am Gameplay. Ja genau, und das ist halt eine coole Aktion, ich will das nur mal sagen. Ja, wobei man sagen muss, wir haben auch Rainbow Six mehr oder weniger zusammengespielt. Und egal wie das lief und so, aber es war ja auch sehr, sehr lustig. Vor allem die Folgen, wo wir zusammengezockt haben, hat ja auch, glaube ich, keiner was gesagt. Die Leute haben sich ja eher gefreut und richtig. Ja. Ne? Also nicht immer dieses Community-Lager-Ding machen, sondern einfach sich freuen, dass viele Leute zusammenzocken. So habt ihr coole Folgen, ey, meine Güte. Ne? Kann man nur so sagen. So. Also ich feier das echt hart, weil hat er gesagt, wieder richtig Spaß hier. Ja, auf jeden Fall. Hat irgendjemand von euch noch ein Oberteil? Irgendwas? Nee. Ich guck mal gerade. Doch, warte mal. Ja. Ich habe noch, Pants habe ich nur leider. Nee, Green Jeans, Pants habe ich nur, sorry, nee. Okay, gut, dann sammeln wir uns mal alle wieder. Auf. Doch, ein beiges T-Shirt habe ich noch, sorry, Alter. Ja, super. Dann warte, muss ich dich noch finden. Musst du den Lappen erst erkennen, weil ich geh raus. Hier. So, ist ja versteckt. Ja, ich bin gerade rausgerannt. Ich bin gerade hier an den Tannen lang. Ja, ich seh dich. Alles klar. Ich droppe es direkt. Ich glaube, ich hab dir deine Splints abgezogen, kann das sein? Hast du die genommen? Nee, ist okay, ja, ich hab Morphin selber dabei. Bist du das hier, Major? Wie bitte? Hört mal, QEE, Major? Du siehst aus wie ein Italiener, Alter. Italiener? Ja, du bist mit deinem Hut da. Maggiorini. Dennis, kann ich mir deinen Hut ausleihen? Das ist dann einfach, um mich zu identifizieren. So, hier sind nochmal Splints, wenn jemand dafür braucht. Die liegen hier auf dem Boden vor mir. Hell meinst du? Ja, manche. Genau. Ja, kannst du haben. Nice. Völlig schön. Okay, schön. Hier liegt ein Helm, nehme ich gern. Oh, hier liegt auch ein Helm, ja. Genau. Hier liegen auf einmal Sachen. Vorsicht, bleib wachsam. Immer wenn ich sowas sage, werde ich erschossen. Pschau! Du kannst ja immer sehen, hast du schon mal so irgendwie auf die Felder geblickt? Ja, ich hab versucht zu gucken, aber die ganze Zeit schon, ich hab aber nichts gesehen. Ja, mein Player-Model hat richtig eklige Beine, ne? Okay, Jungs, dann weiter geht's, folgt dem gelben Hut, das bin ich jetzt neuerdings. Alles klar. Und dem Feuerwehrmann-Helm. Aufbruch! Ich bleib genau beim gelben Hut, ey, ich mach gar nichts anderes. Ey, du musst. Boah, Alter, boah, nicht runterspringen, ne? Boah. Ah ja, genau, wir dürfen nicht links runter. Alle tot, drei Leute von 10 gestorben. Einfach so ein Menschenberg. Ich Zange nehmen können, von links und rechts. Das nächste Mal spielen wir 10 kleine Jägermeister. Das ist schwierig. Ja, das schießt uns gegenseitig ab. Ja, ich glaube, es wäre eher wir gegen uns selber, anstatt dass wir die getötet hätten. Ja, okay, wir haben uns das einfach angeguckt. Oh nein, my leg is painful. Okay, oh, sehr nice. Du machst das. Ja, nimm es in die Hand und lauf weiter, komm. Was bedeutet die Meldung genau eigentlich? Weil ich was, Major? Ich bin was jetzt die Meldung bedeutet, stimmt, Tommy ist mitten im Wald, oder? Ne? Ja, ich habe keine Ahnung genau, wo ihr seid. Du bist gerade rausgeflogen, ne? Ja. Also ich bin jetzt an einem Prison, in so einem kleinen Prison im Wald. Ui. Auf der der ist im einzelnen Gefängnis da. Findest du findest den Weg zurück zum MBA? Aber ich bin in der Nähe. Findest du den Weg zurück zum MBA? Ja. Okay, dann lauf einfach zurück. Dann lauf die Betonmauer entlang. Dann lauf zu der Ecke, die ich beschrieben hatte. Ja. Und dann treffen wir uns da wieder. Okay, das ist also Wingman. Dann holen wir dich da gleich ab. Boah, hier wird irgendwo geschossen. Das ist schon mal sehr gut. Wenn ihr Schüsse hört übrigens, ne, Bescheid geben. Das hilft immer, weil wenn wir mit 10 Leuten unterwegs sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass einer von den 10 Leuten den einen Schuss hört. Boah, hier wird hart geschossen. Weil die Sound Engine hart im Arsch ist. Das ist hinter dir, ne? Du bist ja ein bisschen zurückliegend noch. Weil soll ja bald ein neues Update kommen, endlich. Okay, ne? Aber gut zu wissen. Ich vorsichtig. Auf dem Airfield wird gerade hart geschossen, auf jeden Fall, glaube ich. Garantiert sogar, ja. Hier links von uns, diese kleine Baumreihe, war übrigens die Baumreihe, wo die gerade eben drin stecken. Ja, die genau. Haben sie allerdings verlassen und sind zu der nächsten gelaufen, damit du so einen kleinen Überblick bekommst. Okay. Sag mal, was kann ich eigentlich machen, dass der nicht so hart wackelt, ey, wenn der... Nix. Ganz lange sitzen bleiben.
Ja, eigentlich musst du erst vor jedem Sturm mal eine Rast einlegen von 2-3 Minuten. Ne? Ja. Damals gab es ein paar Bugs, da konnte man so 2 Hold Breath-Tasten binden. Naja, aber wurde auch nicht mal gefixt. Sogar 3, ne? Aber du kannst Walle einfach schießt dritte Person und versuch gegenzulenken. Und versuch nicht das Scope zu benutzen, Walle. Schieß aus der Hüfte. Also der, schieß der echt, Halbmond ja? Unten, ja, der Halbmond unten ist da, wo die Kugeln hinfliegen. Hm. Ja, das hat mir der Mage auch schon erzählt. Ne? Also das ist ja auch neu, seitdem ich gespielt habe. Also neu, ne? Ich habe jetzt 1,5 Jahre hätte ich nicht gespielt. Vorher gab es einen Session. Punkt halt, ne? Hm. Okay, gehen wir jetzt mal hier rüber. Also immer unten in dem Bereich nutzen. Okay. Ja, der Halbmond. Und ey, also selbst wenn ihr einen Scope habt, nicht anvisieren, sagt ihr. Immer aus der Hüfte. Außer du schießt sehr weit vom Prinzip. Ja, das ist halt der Schwachsinn an Slapdown, ja? Aus der Hüfte schießt du immer besser. Also dann lieber gedrückt halten und schießen, als einmal klicken, rechte Maustaste und schießen. Warte mal, vielleicht muss ich noch eine Sache sagen. Was für eine Waffe hast du eigentlich? Die AKM, oder? AKM? Ja, dann ja, auf jeden Fall. Dann hast du Hüfte. Da ist sie doch, die geile. Die ist doch mit dem Gestrüpp, ey. Das sieht doch so aus. Gestrüpp habe ich doch von euch geschenkt bekommen, ey. Was für ein tolles Gerät. Trommelmagazin kannst du einfach da reinhalten, dritte Person. Genau. Ja, mache ich das. Dann trommel ich da mal eine Runde. Wahrscheinlich werde ich eher betrommelt. So mein Schädel. Ach, Walle. Ach ja, halt ich doch einfach mal die Klappe. Ja, jetzt sind wir danke. Da. Nicht Spaß. Nee, das war von. Oh! Das war kein Schuss. Ja, weil der rockt gleich alles weg, Mann. Ja, warte ab, ey. Irgendwann komme ich und dann werden sich alle wundern. Das ist ja nicht alles nur meine Masche, weißt du, ich tue so als Movie. Und wirklich weiß ich natürlich alles und habe schon voll die Masterbücher über DayZ geschrieben. Die alle hier bei Amazon findest, sind nämlich alle von mir. Ja, DayZ Tutorials hier von Sarazar. Habe ich bei Moon Eye abgeschrieben. Zitiere ich jetzt. Das ist die Gutenberg-These. Ganz kurz, Jesus, was meinst du, was am wahrscheinlichsten, wo die Leute hingegangen sind? Zeltlager? Oder meinst du, die sind irgendwie an der Mauer entlang gelaufen? Ich hätte eher damit gerechnet, dass sie hier oben irgendwie versuchen, uns abzufangen, aber anscheinend sind die wirklich weiter. Entweder sind sie Richtung Pub hinter, also ja, ne? Richtung Vibor zurück. Wahrscheinlich, denke ich. Ich glaube, die sind hier, um sich zu zocken. Warte mal, ach, okay, ist eine Kuh da unten im Wald. Ja, ich hab mir auch gerade schon. Lauf mal leicht rechts versetzt, dann laufen wir die Mauer entlang Richtung Süden. Hier unten kann man nicht ganz gut Sniper abfarmen oder ähnliches, was die denken, die werden halt sicher in den Tannen dann ganz praktisch hier. Glaub mir einfach. Okay. So machen wir das. Wir könnten halt auch direkt Full Action gehen und zu so einem Kaffee-Fierk bzw. Prison gehen. Problem ist einfach nur, Insert Person und vor allen Dingen mit so einem Cancer-Server hier, dann hocken die in den Wänden drin. Ja, nee, nie wieder Gefängnisse bitte, ey. Da haben wir schon mal 4 Stunden gemutet. Ach, das geht immer noch mit den Gefängnissen. Ja, natürlich. Ja, sitzen wir vorher während der Gott. Bohemia, du kommst in die Hölle, Alter, ohne Witz. Das mit den Glitches wird sich auch erstmal nicht ändern, weil die haben ja, wie gesagt, erstmal nichts weiter an dem ganzen Charakter-Controller gemacht. Das war ja einfach nur dieses Engine-Update. Mann. Ich weiß noch, wo Major und ich, wir haben mal zu zweit gespielt. Wir haben 4-5 Stunden, da haben wir gelootet und haben dann in dem blöden kleinen Prison gesessen. Da kam einer hinter uns, wir haben uns so gefreut, endlich passiert was. Und dann glitscht er in den Boden rein und tötet uns beide. Vor allem, Alter. Wir haben das ja auch gehört die ganze Zeit, ne? Der ja. hat sich irgendwie hingerollt. Wir haben gedacht, der kommt gleich jeden Moment hoch oder so und dann macht der Bastard sowas. Also ganz ehrlich, solltest du dieses Video sehen, ne? Ja, es war, glaube ich, ein internationaler Server. Der trifft auch, ja. Es ist sehr traurig, dass die Leute das immer noch so ausnutzen. Also und sobald das ich ist weiß, für die meisten Leute PvP in der Standalone, halt in ein Haus sitzen und einen Flur abaimen. Sorry, wenn ich das so böse sag. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Aber ich meine eher so in Räume reinglitschen und alles. Ja, das ist ja ein unfairer Vorteil auch, ne? Ja, weil, guck mal, was willst du dagegen machen? Du kommst dann in ein Haus rein, du siehst den halt gar nicht. Man aber konnte, glaube ich, irgendwie oben stehen, sodass man nicht getroffen wird oder sowas ging, ne? Ja, man konnte auch unten in den Boden reinglitschen, reinkriechen und dann konntest du das ganze Haus von unten sehen. Solche Geschichten. Wir pushen jetzt leicht zu der Betonmauer und werden dann teils innen, teils außen laufen. Teilt euch einfach selbst an, wer innen und wer außen laufen möchte. Was innen ist denn könnte die Sniper sein? Sowohl als. Wer zu sagen, ne? Ich laufe innen. Ich würde sagen, lauf außen. Ich laufe außen. Ich werde innen laufen. Komm auch außen. Was? Du willst innen laufen? Ich laufe einfach oben drauf. Walle kommt mit innen. Genau, ja, ich komme auf jeden Fall mit. Ich bleib beim gelben Helm, alles easy. Ja, der gelbe Helm ist ein guter Anhaltspunkt. Wir laufen einfach alle da, wo Munda läuft. Ja. Hier Jesus oder so, ich weiß den Namen liebt ihr, aber Jesus wird bestimmt dann außen laufen oder so, dann kann er so ein bisschen ausgleichen. Was mich mal interessieren würde, ganz kurz meine Off-Frage. Wie viele Stunden wie viele Stunden Daisy hast du schon gespielt? Ich habe 3 verschiedene Accounts. Das ist einmal mein Main-Account, einmal mein Stream-Account und einmal der mir geschenkt wurde von Beam Interactive. Und cool. Ich glaube, insgesamt habe ich 2000 Stunden DayZ und 4000 Stunden Arma 3.
Aber wieso haben die dir den geschenkt? Mit welcher Begründung? Also, weil ich so coole Videos hatte. Ja, aber du hast ja das Spiel ohnehin gehabt. Ja, das war einfach so ein Bonuscode und seitdem habe ich drei Accounts. Benutze ich so abwechselnd zum Streamen. Das ist ganz praktisch, wenn man halt immer Stream schnell wird. Ja. Achso, du hast da ein richtiges Turnier gewonnen. Wo ging es darum? Da ging es um so einen Game-Mode, der ironischerweise nicht mehr viel gespielt wird. Das hieß Endgame. Ja. Da hat Bohemia so ein Turnier drüber gemacht und wollte den Game-Mode promoten. Nur dummerweise, ja. Ja, wir haben es halt gewonnen. Brisant. Ja, wir haben es gewonnen, aber den Game-Mode ist nicht mehr so beliebt. Das war so. In Arma jetzt meinst du? Ja, in Arma 3. Ja. Ich finde es übrigens gerade sehr schön, dass keiner außerhalb der Mauer ist. Ja, das habe ich gerade auch schon geguckt. Nur ich aus wie außerhalb, aber ist okay. Jesus. Begleite dich mal hier. Der Jesus kann über Wasser laufen, oder? Nee, ich bleib beim Game. Au, au. Jetzt laufen alle innen, weil da vorne gleich die Bäume aufhören. Okay. Außen meine ich, sorry. Okay, außen. Jetzt müssen wir eher auf der Hut sein. Gelber Helm rechts! Das kann brisant sein. Das kann echt brisant sein. Wo ist der gelbe Helm? Guck, wie sie alle umdrehen. Ja? Achso, das außen, ist innen bei euch, alles klar. Ja, innerhalb des Airfields und außerhalb des Airfields. Ja. Ah. Okay. Ich glaube, davon liegt jemand im Wald. Ich habe auch eben gerade schon irgendwas gesehen, glaube ich. Nee, das sollte weiterlaufen. Dann wird er schon auf uns schießen. Das ist ja beruhigend, ja. Zickzack laufen. Wir geben jetzt zwar Hardcover auf und laufen halt jetzt mehr oder weniger in so einen Schlauch. Also ihr lauft gerade in den Schlauch, ich laufe gerade übers Feld. Aber vom Prinzip her ist das sicherer, als wenn man innen läuft und ja dann irgendwie so komische ATC-Glitcher oder so einen umbringen. Also wir laufen jetzt einmal quasi komplett außen rum um das ganze, um den ganzen Komplex und gucken uns dann die Feuerwehr- und ATC-Situation an. Wir gehen aber nicht zur Feuerwehr, wir gehen nicht zum ATC, das ist ganz wichtig. Nein, also gehen wir nicht. Garantiert irgendwelche Leute drin, da habe ich keinen Bock drauf. Das kennen wir schon. Also die hocken da nicht nur drin, sondern die sitzen geglitscht, gebuggt in so einer Textur drin und killen einen. Und das ist nicht lustig. Ja, das ist also quasi doch wieder ein Cheat. So ein bisschen. Ja, es ist wie ein Hack, ganz einfach. Ne? Okay. Warte mal, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ach scheiße, man kann echt nicht mehr so gut über Mauern gucken. Ärgerlich, nicht? Ja, das war doch ganz praktisch. Ich will dann Sacharzer First-Person-Special machen. Ja. Seitlich an der Mauer laufen und dann rüber gucken geht immer am besten. Ja. Als wenn du frontal drauf zuläufst. Da kennst du übrigens jemand aus. So, jetzt biegen wir hier links ab durch irgendeine Öffnung. Und wir laufen jetzt hier an den Kaffeeweg vorbei, wo niemand drin ist. Keine Sorge, da ist niemand drin. Lass mich kurz angucken, bitte. Jetzt reingucken, oder wie? Wie nennst du das? Aber cool, da lerne ich ja echt viel auch heute. Kaffee-Viereck würde das gerne genannt. Ja, wir nennen es Prison Café. Wenn ihr in die Glitches reingucken wollt, dann mit Waffe hoch, in Anschlag und dann unten gegen die Wand laufen. Dann kannst du hier unten den Glitchraum sehen, wo die immer drin stehen. Ah ja, richtig. Also und, Waffe hoch, ja? Mit Leertaste und dann gegenlaufen, First Person natürlich gucken, First Person reingucken. Klar. Oh mein und so Gott, seht ihr halt, ob jemand drin ist und oh, also Waffe anvisieren und dann gegenlaufen und nach oben gucken, oder? Ja. Nee, einfach First Person reingucken und dann mit W gegen die Wand laufen. Alter. Wenn du die Waffe oben hast. Ah, warte. Warte mal, du bist du siehst es ja auch, ja. Und das ist halt dieser Bereich, wo die immer unten in den Glitches hocken. So ist es übrigens hier, wie ihr gerade den Sarazar seht, so ist es immer, wenn er samstagabends nach Hause kommt. So läuft er auch immer seine Wohnung. Also können die echt durchschießen einfach, das ist echt assi, ey. Ja, die machen das übrigens genauso, ja. Die laufen dagegen und schießen dich dann dadurch ab. Die Feuerwehr ist komplett zu drüben. Ja. Das ist ein verdächtiges Zeichen bei dem Feuerwehr. Okay, wir können auch gerne einfach mal reinrennen gleich. Also, laufen wir mal in die breite Richtung Süden. Entschuldigung, du bist dran gewesen. Bitte? Such den gelben Helm. Major, please repeat your words. Nee, repeat. Ich hab reingequatscht. Sag, was wolltest du sagen? Oh, nee, ich hab's nur gesagt. In die Feuerwehr kann man doch auch rein in die Wand, meinte ich. Ja, kann man auch. Im Prinzip kannst du in DayZ in jedes Gebäude, was irgendwie einen Hohlraum besitzt, kannst du reinglitschen. Genau. Gibt so einen Disconnect-Glitch und dann bist du in jedem einzelnen Gebäude drin. Das brauchst du nicht mal. In viele Gebäude geht es noch einfacher. Da musst du nicht aber wie kann es denn sein, dass sowas immer noch drin ist? Halt ein fundamentaler Fehler der Arma Engine. Arma 3 beispielsweise hat das bis heute nicht gefixt. Ich habe Bohemia ein Million einfach geschrieben, mit so vielen PR-Leuten von denen geschrieben. Das steht bei denen auf der Prioritätenliste irgendwo ganz, ganz weit unten. Weil irgendwo ist dann so ein Schild, was irgendwie im keine Ahnung, im Büro hängt oder so, da steht dann drauf, this is a military simulation. Ja. Und dann wird das halt nur so entwickelt, dass es halt möglichst realistisch ist und die gehen halt davon aus, dass in einer fairen Mission die Leute fair spielen. Natürlich. Da gibt es halt sowas hier nicht. Aber ja, ihr merkt ja, wie gut das ist. Ja, aber das ist wichtig, dass ihr das, falls ihr das jetzt seht im Video auch, nicht nachmacht unbedingt, weil das einfach scheiße ist, sorry. Also. Ja. Gerade solche Aktionen haben ja auch schon dafür gesorgt, dass man echt kaum noch Lust auf DayZ hat. Ja, dadurch wurde das Let's Play ja teilweise auch beendet. Ja, genau. Und deswegen kann ich euch das echt nicht empfehlen. Also Cheats, egal in welcher Art und Weise, sind einfach scheiße. Vor allem, weil man jetzt sagen muss, beim Kampf entscheidend sind. Das nimmt ja jeden Spiel auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das stimmt. Weil wenn du fightest oder so... Von mir aus diesen Apfelglitch oder was weiß ich, was da gibt, das ist mir noch egal. Aber das mit dem
mit diesen Kampfglitches, das ist einfach zum Kotzen, sorry, da fällt mir nichts anderes ein. Das ist scheiße und verdirbt anderen den Spielspaß und den Anreiz am Spiel, weil es hat nichts mit Skill zu tun, es ist einfach nur, wenn man kleine Eier hat, glaube ich. Oder so. Aber du sagst es gerade, der Major hat mir mal ein Video aufgenommen. Ich weiß, mit dem Hacker, den Fliegenden, ja. Ich kenne das. Ja. Ich hatte das ja auch. Der war so, keine Ahnung, der war wirklich ein junger Kerl und dann fragt der Major den, warum machst du das? Und seine Begründung einfach so, ja, weil es alle machen. Weißt du, was ist das? Ja, weißt du? Ja, das sagen wir viele. Das ja. Nee, der hat halt gesagt, der hat keinen Bock zu laufen so lang und so, teleportieren geht besser. Ja, aber dann, ich glaube, im Kampf oder so, irgendwas war da, du wurdest ja immer wieder von dem beschossen, der ist ja rumgeflogen. Ja, also... Ja, das ist das Problem, weißt du, von mir aus, ich scheiß drauf, wenn er sich irgendwo hin teleportiert hat, vielleicht, weil er 100.000 Meter Laufwege übergehen will. Finde ich auch schon scheiße, aber egal. Aber was ich kacke finde, ist dann, wenn er im Kampf da rumfliegt und dann auf einmal untreffbar ist. Und, ich weiß noch, der eine Folge von Survivor, wo wir das beenden wollten. Die vierte von DayZ Survivor, Hacker irgendwas... Hacker in DayZ oder Hacker ja, zerstören auch DayZ. Auch im Gefängnis war das. Ja, wieder da durch. Ich konnte ihn gar nicht sehen. Es war voll scheiße. Ja. Und gerade das sind ja so die Hotspots, auch wenn es um Fight geht, umso trauriger. Na gut, aber Cheater gibt es in jedem Game. Das willst du nie verhindern können. Das Problem ist halt immer, dass die Leute halt wirklich so viel verlieren. Und den Verlust, den man halt in Kauf nehmen muss mit DayZ, wollen halt viele Leute gar nicht, ja, wie soll ich sagen, als Spielelement ansehen. Dann nutzen die halt wirklich jede Möglichkeit, um diesen Kram zu umgehen. Ja, es gibt teilweise Leute, ja, und das ist diese Duping-Infestation, die gerade abgeht. Es ist schon immer so gewesen, man dupt irgendwie mit irgendwelchen Containern, die man in die Hand nehmen kann und neuerdings kann man Rucksäcke in die Hand nehmen. Mit anderen Worten, große Container werden zum Dupen benutzt und das Duping ist out of control. Also wirklich, alles und jeder scheint... Also meinst du verdoppeln oder was? Ja, genau, ja. Duping verdoppeln und das ist wirklich außer Rand und Band gerade. Dieser Patch ist der Dupe-Patch. Viele Leute kriegen wirklich feuchtes Höschen. Damals konnte man kompletten Charakter dupen, ja, man hat seine Leiche quasi oder seinen Körper verdoppelt. Und ja. Das ist quasi, das sind wieder die alten Zeiten zurück. So. Das ist der wilde Westen des Dupings. Also, ja. Wie gesagt, DayZ ist dummerweise durch solche Momente nicht mehr so survival-lastig, wie man es vielleicht möchte. Ja. Dann gibt es halt diese Privatserver, wo alles gut ist oder wo zumindest die Leute das Duping geheim machen, ne, so ein stilles Kämmerchen. Aber ja, gerade ein bisschen problematisch. So, ganz kurz, ich muss euch kurze Frage, wo seid ihr? Wir laufen gerade hinter dem Wald der Feuerwehr. Da sind wir gerade. Da waren so weit seid ihr schon. Okay, gut. Oh. Dann laufen wir nochmal zurück kurz und gehen wir nochmal kurz ins Wald. Wobei wir natürlich sagen müssen, seit der 060 haben wir irgendwie nicht so das Gefühl gehabt, dass wir einen unfairen Moment in DayZ hatten durch den Kampf oder sowas. Ich meine, wir hatten auch noch nicht so viele Momente. In der 060 ging echt bisher alles klar, finde ich. Warte mal ab, also zu dem Zeitpunkt jetzt, ja, das ist ja kurz nach Release, wo wir hier gerade aufnehmen, also ihr seht die Folge ein bisschen kurz später. Danach, ne? Also wir sind schon ein paar Wochen ins Land gezogen, aber trotzdem, im Moment, wir sind hart beim Vorproduzieren, muss man dazu sagen. Achso, also ich meine, wenn wir gerade aufnehmen, zum Aufnahmezeitpunkt ist es ein paar Tage her. Kann natürlich sein, dass jetzt gerade auch wieder Hacker das Spiel tummeln oder wir keine gesehen haben, das weiß man halt leider nicht, aber wir hoffen, dass es gut läuft. Feuerwehr ist sauber. Achso, du bist... Okay, na, wir meinen. Ja, wir gehen jetzt zum Wald hinter Feuerwehr. Ich bin innen gelaufen, ja. Okay, alles klar. Dann laufen wir weiter, Jungs. Gleiche Weg wie gerade eben. Ist sauber. Auch die Wand. Also auch da drin, oder wie? Ja, auch da drin. Oh, was ist das denn für ein Server? Ist ja interessant. Echt, mit 60 Leuten und keiner hält sich hier auf. Das ist echt interessant. Ja, wo sind denn vor allem die drei Leute aus? Die uns angegriffen hatten, ne? Die Die haben irgendwann aufgegeben. Hier, dass die Horde von 10 abhaut von denen, ist auch lustig. Ja, eben. Ja, ne, 3 Leute und 10 hauen ab. Ja, aber aber ganz 10 können auch ganz schnell an der Mauer da gesehen. Du musst ja nur mal reinsprayen und triffst garantiert. Ja, gut, wenn ich jetzt mit der AKM eine gute Position hätte und dann die mich nicht kriegen... Die haben halt da gechillt, ne, in diesem Bunker. Da ist es natürlich auch nicht schwer, wenn da so 10 Leute auf die losrennen. Das ja, dann da machst du halt 10 Leute platt, wenn du im Bunker bist. Das ist los zum Metal Compound. Ich bin da außen vorbeigelaufen, das ist zu groß, um es alleine abzudecken jetzt. Okay, großartig. Okay. Dann warte mal bitte für einen Moment. Dann kommen wir nämlich jetzt durch die Mauer reingeprescht und gehen quasi auf der Innenseite durch den Wald, der da ist. Okay, alles klar. Bin an dem Wald quasi gegenüber vom Compound. Irgendwo müsstet ihr hier gleich reinkommen. Ja, genau, wir sind schon drin. Du siehst uns gleich. Wir gehen da gleich bergauf. Weißt du mal, bei der sie einfügen sollten, sind Fahrräder, ey. Boah. Nee, bitte nicht, ey. Wieso? Sind doch geplant für einen der nächsten Patches auf jeden Fall. Kann man ganz realistisch wie in der Armor-Mod einfach ein Fahrrad auspacken aus der Tasche. Ja, das die Toolbox wird dann benutzt, um Fahrrad zu basteln. Ja, warum es gibt da so Klappräder? Dann aber doch nicht, wenn du geboren wirst. Auch keiner mehr zu laufen. Guck.
Kommst du raus mit dem Klapprad, weißt du? Das stimmt. Kommst du auch mal auf die Welt. Ja. Das erste, was du hast, Klapprad. Ah, also ich bin rechts von euch, ich bin zur Mauer weiterhin. Achso, ist erst ach ja. Ja, ihr könnt überall Scharfschützen sein, deswegen nicht wundern, wir laufen hier alle im Zickzack. Hin und her. Hühnchen auf der Rollbahn. Sieht ein bisschen bescheuert aus. Vor uns taucht gleich ein Prison auf. Wenn die Türen zu sind, ist schon fast safe, dass wir gleich drin sind. Also, wir müssen gleich einfach abstimmen, ob wir das Ding stürmen wollen oder nicht. Es ist keine gute Idee, das halt jetzt schon. Aber mal gucken, was passiert. Da steht ein Zombie davor im Wald. Da laufen wir ziemlich genau drauf zu. Mensch, hier geht er so strategisch ran, Daniel. Ja, wie immer, ey, komm rein da. Ja, vor allem verquatschen wir uns dann immer. Ihr könnt gerne gleich da ruhig rein. Also, ich bin nicht der Erste, der reinläuft. So ein bisschen irgendwie mit Granaten. Ja, wer will das? Also, wenn jemand meinen Loot rettet, ich bin der Erste, aber offen, der da reinläuft. Der Fake ist aber offen, also vermutlich ist da niemand drin. Ich bin letztens reingepusht und da war einer drin. Ja. Ne? Komplett Tür offen gewesen, denkt mir auch nichts weiter dabei, komm um die Ecke sitzt. Ja, das ist es halt, ne? Er will irgendjemand reinpushen, auf geht's. Ich go for it. Jo, Dennis, komm mal los. Komm, wir gehen. Okay, komm, ich geh da rein. Tun wir es einfach. Oh Gott. Alle zusammen, Mann. Alle, komm mal kurz her. Nee, wenn alle zusammen reingehen, ist hier ein gutes Beispiel. Komm her, du musst am Leben bleiben. Ich muss dich aufhalten. Nee, ist egal. Vorsicht, im Glitch liegt Loot drin. Okay. Im Glitch liegt Loot drin. Ja, ja. Soll ich auch mal in die Tür reingehen? Naja, da waren auf jeden Fall ein paar Leute drin. Okay, ich geh rein, Jungs. Operation Dennis geht drauf, beginnt. Oben ist keiner. Also, ich hab nichts gesehen. Ich halte weiter auf die Treppe. Das ist übrigens interessant, das ist ein guter Punkt. Da, hier, Walle, lauf mal gleich hier in die Wand und guck mal gleich, dass da drin Druck ist. Oben ist safe, ja. Stimmt. Das ist sicher. Was meinst du? Sorry. Die Wand hinter mir. Alter, ich kotze. Die Wand hinter mir. Ja, ich das schon wieder sehe, ne? Ja, genau. Die Waffe. First Person oder gegenlaufen? Ja, mir muss Waffen außen machen. Ja, das geht. Ich hab's aber gerade gesehen. Okay, gut. Ja, Highlight war gestern gewesen, wo ich in die Feuerwehr rein bin, wo gestern im Feuerwehrglitch zwei Typen in der Wand gestanden haben und in der Wand gedupt haben. Das war absolutes Highlight, ey. Nochmal, für die Leute müssen wir vielleicht auch mal erklären, man sieht tatsächlich einen Rucksack da drin, ist krass. Wie kam der da genau so rein? Das ist doch zu krass. Wollen wir sich nicht spezifizieren, denke ich, aber... Ja, stimmt, so. Das ist auch echt gut so, ja, stimmt. Hat einer ein Visier? Du hast auch ein PSO-Walle, ne? Ja. So, Jungs, kannst du mal zu mir vorm Gefängnis hier hinkommen? Ich bin hier direkt, wenn du links rausrennst. Ja, ich komm doch zum Gefängnis kurz, das ist doch sicherer kurz, wenn hier keiner drin ist. Ich glaube, ich kann da was sehen, aber halt... Ja, hier, ich geb Tommy. Dir das, du kannst es übernehmen. Ja, nee, du brauchst... Ja, Mann, Tommy returns! Wow! Ja, es liegt hier drinnen. Komm rein. Ich, das Probe brauch ich nicht, ich hab eine AOG. Aber wir haben gerade eine XXXL-Folge, Leute. Ach so! Ja. Ich dachte, du willst dir draufschrauben. Nee, lieber komm mal zu mir eben. Ja, ich mach das, okay. Wollen wir zum Zeltlager weiter? Oder wollt ihr eine Sekunde, wir spotten kurz mal was. Okay. Was ist denn mit den Kühen los? Die stehen überall auf dem Rollfeld und drehen sie einfach. Du als Inder, erklär mir bitte, was die Tür da machen. Da hinten? Ich verstehe gerade. Ja, warte. Was machen die denn da? Bist du oben? Die auf der Landebahn beide. Nee, ich bin unten. Das ist ein heilige Kuh, okay? Mach, oh, die haben Sex. Oh, der gut. Welche Kühe denn? Wo denn? Hinten auf der Landebahn. Mitten auf dem Rollfeld, Alter. Die tanzen da ab. Ich verstehe nichts, sorry. Was sagst du? Was? Vorne Eingang, Gefängnistür. Ich bin vor dem Gefängnis. Ja, hier, guck mal, hier bin ich, das bin ich. Ja. Und wenn du dich jetzt hier hinstellst, ne, dann siehst du ja diese... Jetzt steht's nicht mehr da. Okay, das war ein 100-Pfund-Spieler. Was meinst du? Meinst du diesen kleinen Strich? Sorry, da haben wir zu lange gebraucht. Tut mir leid. In der Waldfläche neben den Lagerhäusern. Ja, rechts, ne? In der Tanne war 100-Pfund-Spieler, rechts, der steht jetzt nicht mehr da. Ja, ja. Also ich bin mir sicher, dass es in der nächsten Folge... Wir machen jetzt hier eine kurze Rast im Gefängnis. Und dann kracht, Folge, Leute. Ich glaube, das ist ein Zombie. Wir machen, glaube ich, auch nochmal weiter. Also wir übernehmen jetzt... sorry, ich will jetzt nicht der Miesepeter sein, aber die Folgen haben wir dann irgendwann Ende. Das stimmt. Morgen geht es dafür weiter. Die Armee zieht weiter. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play Day 7. Gemeinsam dann nochmal mit der Flashmob-Truppe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.